Hallihallöchen und herzlich willkommen hier zurück, offiziell bei Fallout 76. Ja, wir wollten eigentlich einen Livestream machen, aber YouTube sagt so, wir sind Windows 95, wir machen nicht. YouTube sagt das hier. Wir sind so, ja, genau, eigentlich ist das so die offizielle Meinung derzeit von YouTube. Ich bin ja nicht der Einzige, der diese Probleme hat. Von den Livestreams, da ja, kannst du derzeit nur von abraten. Deswegen machen wir jetzt einfach als Normalaufnahme und ja, ich würde sagen, da sind wir. Wir sind offiziell jetzt wieder hier. Sandy ist ja natürlich auch da. Hallo? Hi. Hallo, was machst du da? Ich hab Crystal was... Meth? Nein. Machst du Crystal Meth? Nein. Glaube ich auch nicht, dass du das hinbekommst. Okay. Ja. Es ist alles gespeichert, was wir auch in der Beta gemacht haben. Also sprich, unsere Mission, unsere Waffen, unsere... Alles ist eigentlich abgespeichert worden und wir können eigentlich von da an, wo wir aufgehört hatten, weitermachen. Jo. Leider habe ich ehrlich gesagt von nichts mehr Ahnung. Ich würde ganz ehrlich mal gerne zum Vault 76 zurückgucken wollen. Ist denn da? Weiß ich nicht. Einfach mal hingucken. Können wir uns da sogar hin teleportieren, ne? Ja. Ist ja sogar kostenlos. Die Karte ist, Dann machen wir mal knallhart da die Schnellreise hin. Komm. Dann machen wir jetzt mal einfach mal die Schnellreise zu Wall 76. Mhm. Einfach mal, um zu gucken. Wir haben uns das ja ganz, ganz, ganz am Anfang überhaupt nicht angeguckt, weil, naja, wir wussten nicht, ob wir uns finden. Wir waren auf einmal nicht da und dann wieder ja und dann wieder nein und dann wieder hü und dann wieder hot. Und ja, wir hatten nicht die Zeit, das einfach uns anzugucken. Genau, wir sind einfach rausgestürmt wie die Verrückten, um zu sehen, ob wir da draußen zusammen sein können. Ob wir zusammen leben können und nein, können wir nicht. Können wir nicht, nein. Hat sich da rausgestellt, nein, das Wort nix. Nee. Deswegen ist sie jetzt auch nicht wieder da, doch da. Außerdem wollen wir jetzt die Noobs abfahren, Alter. Wenn jetzt Noobs rauskommen, die schießen wir sofort nieder. Bam, bam, bam. So kann man doch. Okay. Nein. Was? Warum nicht? Nein. Du kannst nicht zurück in die Vault. Oh Mann, oh. Aber es hieß doch, es soll irgendwie ein Savepoint sein, auch nicht. Ja, hier. Zur Vault kannst du dich hinschnaffeln, aber rein scheinbar nicht. Munition. Aua, 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 ich bin tot. Jetzt schon. Na, Noob, okay. Ich muss erstmal wieder echt reinkommen in das Spiel, ne? Weil es jetzt ja doch schon. Ich weiß gar nicht, ein bisschen länger her, ne? Ein bisschen. Ein paar Tage. Rebuild the future. Nee, was habe ich? Ich hab enger eine Karte bekommen. Rebuild the Future Flyer. Ja, ich hätte nicht eine sammelt. Ja, ich wollte nochmal gucken, was das ist, weil ich ja wie ein Bekloppter immer looten, looten, looten. Okay, geile Reichweite von meiner Sniper hier. Echt krass. No. Krasser Flickshot. Au. Hey! Zieh mir nicht deine Mama an. Ich will hier gegen Level 1er kämpfen. Das ist echt erbärmlich. Ich komme voll Noob vor. Vor allem, weil ich die nicht treffe. Oh, Haarklammern. Geil. Achso, das braucht man ja sogar wirklich. Ja, es respawnt ja auch, glaube ich, alles wieder, ne? Terpentin, Schraubenschlüssel, Scheiß. Zumindest ist hier vieles wieder drin, ja. Ich glaube, nach der Zeit respawnt ja auch etwas. Die wollen das ja, naja. Ja, es soll respawnen, damit man halt auch eine Chance hat, um nicht nur in abgefarbene Gebiete zu kommen. Genau, das ist es. Das wäre ja auch ehrlich gesagt echt scheiße. So, sollen wir denn irgendwie weitermachen mit dem, was wir da haben? Was haben wir denn überhaupt? Wir suchen uns jetzt eine Mission von denen aus und dann machen wir die weiter, würde ich sagen. Mach dich mit Dr. Hudsons Forschung vertraut, ist ja die Hauptding. Repariere den Markenautomarket von Prickett Ford, könnten wir eigentlich rein theoretisch machen. Denn... Ach ja. Da hatten wir letztes Mal aufgehört, das Tourismusbuch hatten wir ja schon so ein teilweise an. Ja, genau, deswegen. Wo ist dann das? Können wir weitermachen, ja. Ich würde sagen, wir treffen uns dann bei einer abgestürzten Raumstation. Die ist nämlich links davon. Warte, ich habe hier noch Munition. Kostet auch nur 27 Kronkorken. Boah, oh, nur. Ist ja teuer, Alter. Dafür musst du ja den ganzen Tag spielen. So, warte. Den ganzen Tag. Da bist du. Hätte man sich da hinterteleportieren können? Nee. Achso, du bist bei der Raumstation, alles klar. Genau, die letztes Mal so tödlich leer war. Alter. Oder eigentlich auch deine Supermutanten finden solltest, oder? Ja, nicht eigentlich, ne? Nö, das haben wir ja schon erledigt. War ja ein Tagesquest. Ah ja, stimmt. Oh, Supermutant-Kämpfer.
bin noch am... Okay, Hilfe, Hilfe. Ja, ich muss noch laden, also ich bin noch am Ladebildschirm. Versuch zu überleben. Ich bin jetzt schon gehörterweise da, ja. Gefängniswärter sind hier und... So, ich bin jetzt, Ach, hier bist du. Ja. Oh, hast mich erschreckt. Plopst du erstmal auf und währenddessen kommen Schüsse von diesen Gefängnisbots. Verständigen. Haftbefehl. Gegen wen denn? Meine ich? Unter falschen Verdacht, okay. Sprich mit den Anstaltsleiter über die Gefängnisroboter. Na, ich habe die Haftbefehl angesammelt, deswegen. Ja. Aber ist ja schön, dann habe ich den Quest ja auch gleich mit. Das war ja in der Beta, glaube ich, nicht so, ne? Da war, glaube ich, immer ein bisschen Probleme mit. Naja, aber wobei immer noch Probleme sind Teameinladungen. Ja, gut. So, was ist denn das? Holo? Ach ja, hier Haftbefehl Holo. Ich lasse mal. Durchlaufen tut er ja gerade so, aber ich würde sagen, wir machen erstmal das eine, was wir geplant hatten. Dafür müssen wir ein bisschen in diese Richtung. Ich das Lager aufbauen. Und über nein, nicht das. Wir müssen uns nochmal richtig schön einen Ort suchen, wo wir unser Lager aufbauen. Das Blöde ist, wenn wir wieder einloggen, spawne ich bei meinem Lager und naja, ist ja bei ihrem Lager. Wir müssten denn wirklich einen Punkt haben, wo wir beide unsere Lager in der Nähe aufbauen können zusammen. Ja. Das ist wirklich bloß so einmal kurz rüberlaufen zu dir oder zu mir. Meine, jetzt ist es auch gerade nicht weit auseinander. Jetzt ist es ja gerade, aber da ist es jetzt ja nicht so der Place to be, weißt du, da wird es ja nicht sein. So, komme ich hier irgendwie an dem Berg vorbei? Das ist ja sehr, sehr bergig, ne? Oh, guck mal, da läuft ein Supermutant unten. Da laufen noch mehr Supermutanten. Wir müssen ja da in die Richtung. Ey. Ja, erstmal müssen wir sehen, dass wir an diesem Berg vorbeikommen. Und hier außen rum geht's doch, da hinten ist auch so eine Schräge, wo es hochgeht. Wir gehen in dieselbe Richtung? Ja, ich glaube schon. Kann es also jetzt ein bisschen Supermutanten antriggern? Ah. Ich hab hier Rad. Warum habe ich hier Rad? Vielleicht für irgendeine Pflanze. Ich habe hier Rad plus 4. Ach, also da, hier, ist... der Schlund. Was? Achso. Der Schlund neben dir. Der Qualmomat da. Rad plus 18. Ja, schön, läuft. Komm hoch zu mir, ist bloß 1. So, ich habe hier oben auch 1. Jetzt müsste es ja auch eigentlich gleich mal weggehen. Ja, ich bin auf jeden Fall mal gespannt, was sie auch storytechnisch so jetzt reingemacht haben. Es ist ja kein Fallout. Wo bist du da? 5? Es soll ja an Fallout 5 kommen. Das ist ja einfach nur so ein... Bist du so, ja, so ein Langzeit... Was? Wozu denn lang? Hä? Keine Ahnung, ich gehe spazieren. Wir müssen doch hier nach Osten, oder nicht? Ich geh voll drauf zu, was ist... Hä? Hä? Nee, jetzt gehe ich voll drauf zu. Ich wollte sagen, muss ein bisschen weiter zu mir kommen. Entschuldigung. Ich bin im Wald, ich habe mich verlaufen. Nein, das hier soll ja eher so ein Langzeitprojekt werden. Ja. Wie World of Warcraft. Die haben gesagt, das soll wirklich mehrere Jahre in Betrieb mit Updates bleiben. Und DLCs und sowas und ja. Genau. Kostenlose DLCs, meine ich, haben die ja sogar behauptet. Ich glaube ja. Es ist nicht so wie World of Warcraft, weil World of Warcraft kosten ja die Dinger immer wieder. Hier liegt eine große linke Geweihstange, willst du sie haben? Hm. Nee. Nicht ein Stein. Rechte hätte ich mitgenommen. Vielleicht finden wir noch eine rechte Warte. Warum ist denn das hier eigentlich so dunkel geworden gerade? Und warum regnet es? Hä? Es regnet. Wo? Hier. Nein. Hm. Bei mir wirklich nicht. Hm. Jetzt kommt Tröpfchen. Ja, es regnet schon die ganze Zeit. Jetzt wird es auch dunkel. Aber wir müssen nach hoch. Attacke! Hey, renn nicht so. Könntest hinfallen. Die Schlacht, die es niemals gab. V.S. Mal den Strom auf dem Boden. Jetzt bin ich aber. Aua! Okay, was sollen wir denn hier machen? Sprich mit dem Kurator. Okay. Vielleicht können wir ja das Event-Ding hier machen. Warum regnet das hier? Regen ist scheiße. Regen riecht. Hier Regen. Guten Tag. Wir lernen ein neues Rezept, Bauplan. Oh. Kurator. Ich bin der Kurator von Brickens Fall. Sie kommen gerade rechtzeitig. Gleich werden wir die Schlacht um Brickens Fort nachstellen. Mhm. Heute wird die Verteidigung des Hohes der Nordstaaten gegen die konföderierten Angreifer stattfinden.
Sie werden erfreut feststellen, dass ich dem Realismus zuliebe alle echte Waffen gegeben habe. Ein richtiges Detail finden Sie nicht. Super, ja. Wenn sich alle auf den Sammelplätzen befinden, gebe ich das Signal, den Angriff zu starten. Sie werden erfreut feststellen, dass ich dem Realismus zuliebe allen echte Waffen gegeben habe. Ja, das hat sie schon mal erwähnt. Ich hab den Hammer. Und hier sollen wir das Teil dann reparieren nachher. Ja, ich wollte jetzt aber erstmal, auf welchen Platz sollen wir denn gehen? Gute Frage, nächste Frage. Nordstaatenverteidiger im Fort. Und für die Angreifer vom Parkplatz. Was? Die konföderierten Truppen versammeln sich auf dem. Hier, in 50 Sekunden kommt Angreifer auf den Parkplatz. Und auch die Nordstaaten vereinteiligen vor. Ich habe keine Ahnung, wir müssen hier sein. Ja. Einfach mal 50 Sekunden abwarten. Oh, okay, dann radde ich mich mal weg. Habe ich auch noch Red Away? Ja, ein. Ich kann ich auch noch. Ja, alles gut, so. Also ich denke mal, dass wir dann auf den da schießen sollen, war der da schon so. Ja. Ja. Die konföderierten Truppen versammeln sich auf dem Parkplatz. Die konföderierten Truppen versammeln sich auf dem Parkplatz. Parkplatz. Jetzt kommen gleich 5 Todeskrallen an, weißt du? Bin ich weg. Mutierte Alpha-Todeskrallen. Da kommen sie! Von links! Was? Ja, doch nicht, sind gute. Da, hinter dir. Nee, so. Bist du gut? Sie möchten ein konföderierter Soldat sein? Dann gehen Sie dorthin und nehmen Sie das vor ein. Wohin? Was? Wo soll ich hingehen? Sie möchten ein konföderierter Soldat sein? Dann gehen Sie dorthin. Die Nordstation. Oh, ich höre Schüsse. Aber wo? Hier mit hoch. Renn mal nach Norden. Da wo die Schüsse herkommen. Ach, da oben, da ist so ein Holzhäuschen. Da oben ist ein. Ja, hier. Zum Angriff! Sind wir, glaube ich, richtig. He-Man, give me the power! Nee, warte. In your Rücken, Alter. In your Rücken. Buah! Gut gemacht. Meine Nase juckt. Ja, deine Mutti. Achso, und dann hätten wir uns das aussuchen können, wa? Ob wir jetzt hier oben das Fort verteidigen oder ob wir angreifen. So würde ich das ja mal sagen, wa? Keine Ahnung. Sehe ich so aus, als hätte ich Zeit für ein kleines. Weißt du, was ich angreifen soll? Alles. Als hätte ich Zeit für ein kleines Schwätzchen? Rettet sie alle! Soll Gott sie aussortieren! Geil. Tötet sie alle, Alter. Soll Gott sie aussortieren. Ein bisschen aggressiv sind diese Leute. Schon, ja. Sie schießen schon so. Ich habe hier noch keinen gesehen. Ist ja, ich loote auch gerade nur. Ist das ein Telefon? Achso, Audiopunkt. Ach ne, leck mich mit deinen Audiopunkten. Au, au, au. Haha, du stirbst. Alter. Stirbst du wirklich? Okay. Ich hab einen. Oh, ja. Fusionszellen. Okay. 10-0 steht es. Es ist noch keiner von uns gefallen. Er trinkt immer Nuka-Cola. Mhm.
bisschen. Ah! Draußen sind aber viele. Hat sich voll lustig an. So, ich hab ein Auge getötet. Molly! Ah! Granate! Molly. Ist auch eine Granate. Schütz das vor! Tor! Ach nee, warte. Nee, vor. Moor. Ja, wir müssen eigentlich echt alles looten hier, da. I know. 15 zu 0. Aua! Ah! Ah! Was hast du denn da? Die greifen immer mich an. Ich weiß nicht, was die gegen mich haben. Das waren, glaube ich, die falschen, oder? Nee, das war Nordstark. Molly! Gerade nach! Granate! Nuka-Cola! Für die Nuka-Cola. Das sind wir gut. Komm, der gibt einen Nahkampfschlag. Ach, gut daneben gehauen. 21 zu 0. Also wir haben noch keinen verloren. Okay, noch. Noch ein paar Sekunden. Hallo. Ja. Oh, ich glaube, meine Rüstung ist fast Schrott. Noch 6 Sekunden, dann ist alles vorbei. Wow. Hey, abgeschlossen. Hallo. Ah! Hast du? Gegenstandsbelohnung. 3 Stimpacks. Oh, cool. Munition, Laserpistolen. Schön. Das Kissen, Aschen. Wow. Cool. Haben wir das gemacht? Was machst du denn hier drin? Ist doch nix. Ist noch was? Dann hat man das auch mal gemacht, wa? Einfach mal die Staaten verteidigt. Aber wirklich viel zu looten gibt's hier nicht, würde ich sagen. Also. Ich würde ab und zu mal ein bisschen Munition und irgendwelche Magneten. Ja, mit. Das haut einen nicht gerade vom Hocker. Hocker! So, man könnte hier auf Vierer drücken. Ich verdurste, cool. Cool, ich verdurste. Was ist daran cool? Fuchsleder. Ja, komm, Alter. Das macht man jetzt so. Ich hab Fuchsleder. Ich hab kein Trinken. Brauchst du Aua. Trinken? Aua, Hilfe. Was machst du? Hey. Okay. Na, was greifst du jetzt schon wieder an? Kakerlake, ey. So. So. Nochmal die Frage, brauchst du trinken? Ich guck grad noch. Ich hätte nämlich zur Not noch. Hab ich echt gar nichts an Trinken? Komm mal her. Ich hab wirklich nichts an Trinken dabei, da. Ist zwar ein bisschen ein Weatherway für solche, weil ich dann nicht den Teile habe, aber hier. Also willst du mich vergiften? Ja, ich hab's selber nur das. Hier. Ja. Ja. Achso, abgekochtes Wasser. Ja, gut. Das ist ja das, was ich sonst auch immer trinke, weißt du? Ja, siehst du. Hier ist ein Pissbot, kannst du auch austrinken. Nö, ich bin ja nicht zu Hause. Ich schon. So. Und? Ach, jetzt wo die Sonne scheint, kann man doch ein viel besseres Foto machen. Thumbnail! Sumpnagel! Warte. Oh, Thumbnail. Ist wichtig. So, keine Ahnung. Irgendwie so. Teddybär. Okay. Scheiß auf Teddybären. Nein, hab ich eingesammelt. Du musst drauf scheißen, hab ich gesagt. Nein. Gehorche, Vibe. Nein, muss ich mitnehmen. Nein, musst du nicht. Nur ein Teddybär. So, müssen wir jetzt eigentlich zu dir nochmal zurück, oder? Nö, der Quest ist abgeschlossen. Ach so. Ich will keinen Fallschaden. Wir müssen jetzt nur noch diesen Markenautomaten da reparieren. Also, und ich guck nochmal hier in die Tür rein. Nicht eine Zange. Warte mal, ein fancy LED-Kuchen ist doch was zum Essen, oder? Hier ist eine Sprengstoffkiste. Verschlossen, ne? Ich hab eine Haarklammer gefunden. Jetzt ist eine offen, ne?
Oh, warte, ich komm mal hin. Warte, wo bist du? Hallo. Oh, da kannst du auch in Afrika stehen. Was machst du denn da hinten? Hey, wink da nicht so. Auch wenn es cool ist, dass man das über die ganze, auf den, über den ganzen Bildschirm sieht dann. Was ist da? Die Sprengstoffkiste da vorne, ja. Eine Impuls Renarde. Eine Impuls Renarde. Oh, Zange und Säge. Ja, aufbereitetes okay, Wasser und Heilmittel. Was? Nö. Die Chemikiste. Also, zumindest für dich. Für mich ist da Bärenmantis drin. Mental. Bärending. Ich hab ein Klo gefunden. Ich hab ein Klo gefunden. Kannst du rennen? So, ich gehe jetzt aber zurück. Oh, guten Tag. Hm? Ich nehme mal ihre Kohlkorken, ihr Stimpack, ne? Danke. Was? Auf dem Klo. Was macht denn der da? Abhängen. Ein Abseilen. Keine Ahnung. Ganz ehrlich, bei mir hat er kein Stimpack. Was hat er bei dir? Kronkorken. Und irgendeine Sicherung oder so. Toll, ne? Mhm. Lübt bei mir. Lübt. Lübt. Au, au, au. So. Hast du ja wirklich Schaden gemacht? Das wäre auch... So, ich wollte da jetzt rein und dann können wir mal das Ding reparieren und dann können wir dem Bürgermeister sagen, dass wir gut sind. Oh, hier sind Nuka-Cola-Flaschen drin. Ein bisschen Marken. Mit. Ranger-Hut. Oh, hier, Stimpack, schmutziges Wasser, geil. Das ist wieder genau das, was du findest und ich finde bestimmt gleich nur wieder einen Scheißhaufen oder so. Schattenzigaretten. Ja, da habe ich noch, da habe ich kein Stimpack und kein schmutziges Wasser gefunden. Ein Ranger-Outfit. Oh, haben wir. Impro-Pistole. Was hast du da? Warum findest du sowas immer? Oh, da, Ranger-Outfit. Oh, was da unten unter der Theke? Das sah jetzt eigentlich so aus, als du das auch kriegen könntest. Ja, habe ich. Hast du sowas nicht schon an? Wollte ich gerade sagen, bin ich nicht ein Ranger? Vielleicht bin ich dann der pinke Power Ranger. Oh Gott. Ciao. Ich wollte schon immer der pinke Power Ranger sein. Ciao. Na gut, mal hier. Oh. Okay. Oh. Oh. Okay, Oh, Emotion. Yo, yo. Jo, kannst du hier was machen? Wenn ich hier gelootet habe, ja. Ich kann den Automaten nämlich nicht anklicken. Oh, Skill 2, scheiße. Der sagt mir dann nämlich, oh hier, was ist das? Ein Knopf. Da ist ein fetter roter Button, ey, und der muss ihn an... Habe ich damit die Vitrinen geöffnet? Also ich kann durch Automaten durchgehen. Oh, ich, mit dem roten Kopf kann man Vitrinen öffnen. Oh, du hast noch kein Skill 2, ne? Nee, leider nicht. Also der Automat, der bei mir hier, da kann ich eigentlich durchgehen. Oh, ich habe Kanonenkugeln gefunden. Ich nehme mal Kanonenkugeln mit, oder? Wer weiß, ja. Wer weiß, wann man mal Kanonenkugeln. Also bei mir ist er durch Gebor, der Automat. Ja, der scheint nicht ganz so on point zu stehen, wa? Ich kann nämlich nichts mit dem machen. Der wird zwar mal angezeigt, aber... Das ist ja irgendein anderer Automat noch. Also, ja gut, der... Ja, ich bin hier auch durch den durch. Ich bin drinne. Nee, das ist aber der angezeigt wird. Ist der vielleicht wenn die Event jetzt blockiert? Der Event ist ja vorbei. Müssen wir nochmal die Missionen annehmen, irgendwie Automat. Repariere den Markenautomat von Cricket Force. Die konföderierten Crickets wurden niemals angehen. Ach, es ist eine ganz unterhaltsame Vorstellung. Oh ja. Ja, hast du wieder irgendwelche Knöpfe gedrückt? Nein. Sag mal, wie wechsle ich eigentlich nochmal die Waffe? Steuer kurz nach links, wenn du eine zweite ausgewählt hast. Ah. Ich hatte nämlich keine Ahnung mehr. Ja, irgendwie existiert dieser Automat nicht wirklich, ne? Weil du drinnen stehst. Nee. Ja, gut, dann ist halt... Gut, dass das Spiel aus der Beta ist. Ah, nochmal Glück gehabt. Ach komm. Hat bestimmt irgendjemand bemerkt, dass das nicht... Dass das da... Ne? Hätte man ja schon irgendwie machen können. Aber ist das vielleicht eine Beta-Aufgabe gewesen, dass es jetzt nicht mehr gibt? Das hätten nee, in der Beta lösen müssen. Das glaube ich nicht. Okay, dann machen wir was anderes. Komm. Ja. Gut, was haben wir denn da noch? Wir haben noch... Vielleicht wurde es ja Greife auf das Sicher... Wir haben noch das Greife auf das Sicherheitssystem zu...
Was habe ich denn jetzt noch? Also wir haben noch im Wasserpark was. Wir haben noch in der Nähe von deinem Camp. Lass uns doch zu deinem Camp gehen und dann mit den, sprich mit den Anstaltsleiter über die Gefängnisroboter. Wo waren das? Welche Mission ist das? Hauptmission? Nee. Nee, das ist die, die wir vorhin gemacht haben mit den Gefängnisrobotern beim. Sonst hier ist. Dann teleportieren wir uns nämlich zu deinem Camp. Und legen dann da schon mal alles ab und dann können wir weiterlatschen. Gleich von da aus und die nächste Mission machen. Ich hab das gar nicht, hä? Es ist die Gefängnisroboter. Neben deinem Camp. So, muss ich jetzt dafür ins Camp und dann da annehmen oder was? Nein, das, du hast doch einen Gefängnisroboter getötet und hast doch die Mission bekommen. Ja, aber irgendwie ist die bei mir nicht aktuell. Hier doch, sprich mit den Anstaltsleiter. Ach, wenn du sie vielleicht angenommen hast. Ich hab nichts angenommen. So, Transfer. Man kann den rüber. Schrott. Hey. Was denn? Wirklich so? Ich weiß. Wollte nur hey sagen. Achso. Wollte nur mal hallo sagen, mein okay, Gott. Hi. Hey. So, Baseballgranate und eine Impulsmine und das da kann weg. Lade. Ich muss nach vom Stein. So. Schießpulver kann weg. So, gesamten Schrott lagern. Eine kann weg. Ja, das war's schon. Naja, ich habe 80 Kilo Platz, also das langt was ja. Kann ich verkaufen? So. Ich könnte aber ein bisschen Wasser abzapfen. Ich habe so eine Marken gefunden. Von dir, wo wir eben waren. Ich hätte nicht, dass das irgendwie. Ach so. Funktioniert, weißt du? Scheinbar nicht. So. Ach hier, ob es noch Munition. Ich wollte sagen, ob es noch einen Munitionsslot. So, herstellen. Ich koche erstmal ein bisschen Wasser. Weil ich ja nichts mehr hab. So. Tatosaft. Nahrung, gegrillte Rettkakerlake, Klingkornsuppe. Und das war's schon. Gut. Ich habe ein bisschen Essen und Trinken hergestellt. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber. Essen und Trinken geht. Ich mach gerade meinen Zeug wieder heile. Rein theoretisch. Könnten wir los. Konnte man nicht irgendwo seine Rüstung noch reparieren? Das haben wir auch nicht, ne? Nee, das Rüstungsreparierding haben wir noch nicht. Dafür müssen wir erst noch ein paar Zahnräder finden. Habe ich die vielleicht jetzt schon? Warte mal, ich gucke ganz kurz ins Camp. Du warst das Herstellung, ne? Das Rüstungswerk. Ne, Zahnräder 2 fehlen mir noch. Müssen wir mal sehen, was Zahnräder und all sowas mitbringt. Okay, gehen wir aber erstmal wieder zu unserem Knast hier, wo wir ja schon mal waren. Mhm. Ist die Mission markiert? Ist hier vorne gleich das Gefängnis. Hätte die dir nicht angezeigt? Unter falschen Verdacht? Ja, wenn du es angenommen hast, ja, wurde es mir angezeigt. Aber ich habe die. Ich habe bloß einen ungelösten Fall. Ich habe. Goldenes Helm. Das war ein toller Schuss. Sonstiges. Ich bin Sherlock Holmes. Töte Supermutanten. Irgendwie nicht, ich weiß auch nicht. Ah! Also die Supermutanten schießen zurück. Da kommt ein Schuss hier rein. Ah, hier kann man wieder Waffen und Munition finden. Solange wir nicht wieder sterben, wie beim letzten Mal. Kronkorken. Ja, einen linken Fuß kann man immer gebrauchen. Ich kann mir bald meinen eigenen Supermutant machen. Hey. Läuft ihr mir in meinen Lootfinger dazwischen, ey. Oh, hier liegt noch Munition und eine Waffe. Au. Wo? Oh, scheiße. Scheiße. Was machst du da? Warum? Er kommt runter. Ich hab den da hinten. Der ist weg.
Will ja schon so angeschlagen. Weiß ich nicht, weil du ein Noob bist. Weil du immer die ganzen Stimpacks findest. Naja, das war er. Naja, Pistolen kann ich schon gleich mal annehmen, aufnehmen. Oh, huch. Was? Hoppala, das war ein Ladebildschirm. Links ins Haus gegangen und ist ein Ladebildschirm. Musst du mal gucken, was da steht. Ja. Yeah. Musst du da raus oder bleibst du da drin? Nee, ich glaube, da drin geht sogar die Aufgabe weiter. Ist hier gleich links reingegangen oder was? Ja. Okay, dann komm ich mal mit rein. Alter. Auf mich. Kann ich nicht. Bitte nicht. Warum nicht? Weil hier drinne Ghouls warten und die einen gleich nachdem du reingegangen bist angegriffen haben. Ach, easy. Nein, nicht wenn die gleich da sind. Achso, das geht nur wieder Zugang zum Dach, also da wollen wir nicht. Was ist denn hier? Tolle Ghouls. Wir machen Party. Ja. Waterway verdünnt, abgekochtes Wasser. Sehr schön. Hallo. Aluminiumdose. Geil. Aufbereitetes Wasser und Blutpack. Nein, tu es nicht! Ich hab's getan. Skalpell. Brauch kein Skalpell. Was? Herein. Klang eher nach. Wir hatten da gerade so geklopft. Ding, ding, ding. Bin mir nicht sicher, es klang wie so ein Gerät, also Selbstschussgerät. Na gut, wir sind hier im Knast, ne? War eine Mine. Ach, Mine. Oh, hier ist ein Werkzeugkoffer, erforderlich Skill 1. Meins? Ja. Mach, Weib. Müsstest du aber auch können. Ich kann gar nichts. Ich kann meinen Namen tanzen. Na dann tanz mal. Ah. Schlechter Tag, wegen dich. So lange ist mein Name gar nicht. Jetzt. Aber ich kann auch nicht sehr gut buchstabieren. Mach's mal hin. Ist ja offen. Geil, Klebeband. Karotte. Life hat wieder einen Sinn. Karottenschips wollte ich gerade sagen. Was? Karottenschips? Chips. So, Chimney. Wissen wir denn überhaupt, aus was wir. Ist das gut, wenn das Gas hier so rausströmt? Ich bin mir nicht sicher. Oh, ein Ventilator, da ist eine Schraube drin. Das nehme ich mit. Hallo. Alles klar? Alles okay, explodieren tut's nicht. Ah. Ich habe mal drauf geschossen. Ich dachte, das explodiert. Was ist denn hier los? Party. Was ist das denn? Hat der irgendwas getan? Dose und Sturmfeuerzeug. Schraubenschlüssel. Also wenn man irgendwas braucht, ne, also Schraubenschlüssel. Immer Schraubenschlüssel. Ja. Oh, guck mal hier, Polizeibots. Gefangenenhalsband. Meins. Alter. Ich noch eins. Ich gar nichts, hier ist ein Klo, Mann. Neben dem Bett lag noch eins. Nein. Doch. Nein. Oh, hier eine First Aid Kiste. Abgekochtes Wasser. Oh, hier, da. Gefangenen. Halsband. Und ein Kuchen. Schmutziges Wasser. Bei mir ist schmutziges Wasser drinne. Jeder das, was er verdient, immer. Ne? Was? Jeder das, was er verdient, ne? Hey. muss mal ein bisschen lauter reden. So, Junge. Oh, ich kann ja aufmachen. Meins! Sekunde, ne? Ist das ein Kackhaufen? Weiß ich nicht. Ah! Oh. Verdammt. Du sollst das Ding nicht penetrieren, du sollst es aufmachen. Das ist keine Frau, muss nicht zärtlich sein. Doch. Genau der richtige Winkel finden. Mhm. Bierflaschen. Und einen Kackhaufen. Ist ja auch nicht gelohnt. Was hier? Hat sich kein bisschen gelohnt. Hallo? Okay, das sieht hier ein bisschen nach Outlast aus. Hallo? Ich will auch mal Viecher sehen. Wo bist du? Ich will auch Viecher töten. Ich bin in die Dusche gegangen. Hallo? Ah! Jetzt ehrlich, die. Ah! Hey. Hey, war noch schön. Das Week. Ah! Gemüsestärke, meins. Das Kleber. Goldenes Tafelmesser. Ja, natürlich. Sowas findet man natürlich im Knast, weißt du? Goldene Tafelmesser. Da laufen auch noch welche.
Oder sind wir? Schnapsglas. Die Strahlenschüsse brauche ich nicht. Ich habe mir ja mal ganz clever alles markiert, was wir sammeln müssen. Was müssen wir denn sammeln? Überall, wo ich ein kleines Lupensymbol daneben habe. Ach so, aber du weißt jetzt nicht genau. Naja, sowas wie Schrauben und sowas denn halt und alles für den Waffenaufbereiter, ja, und sowas. Wo was drin ist, weißt du nicht so genau. So, das hat hier voll was. Wo was drin ist. Oh, guck mal, das sind das Fallen.